Name? Carina. Single. Du bist Single. Krass, ne? Unglaublich. 01512. Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Alles klar, Digga. Heute sind wir in der Stadt und ich habe I am Babo mit am Start und wir haben vor, Leute, bei anderen Leuten zu erraten, woher sie kommen, also ihre Nationalität, wie alt die sind, ob sie einen Freund haben und wie sie vielleicht heißen könnte. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, Freunde, ich bin der Herrat. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Wir haben jetzt noch bei Barbaros auch einen zweiten Teil davon gedreht. Leute, checkt es unbedingt ab, nachdem ihr das hier geschaut habt. Erster Link unter der Videobeschreibung und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Ich darf anfangen. Fangen wir mit dem Alter an. So, ich denke so, boah, schwierig zu sagen. Ich würde sagen so 17. Nicht sagen. Was würdest du sagen? Ich sage, boah, welche Größe hast du? 16. 16? So, was denkst du, welche Nationalität sie hat? Boah, Nationalität schwer, ey. Sieht ein bisschen südländisch aus. Ich würde sagen, so, boah, kann ich gar nicht sagen, ey. Weil ich hab Angst. Ich sage, sie ist Türkin. Türkin? Ich weiß nicht, ich würde auch so in die Richtung gehen. Darf nicht dieselbe sein. Ich sag Kurdin. Ich glaube nicht, dass du einen Freund hast. Sonst kriegst du bestimmt Schläge von den Eltern. Ich weiß. Ich sag Beziehungsstatus. Sag ja, damit es spannend geht. Ja, damit ich kassiere, ne? Damit ich nicht verliere. Ja, okay, ich sag ja. Und. Ihr Name. Dein Name, wie könntest du heißen? Heißen, ey. Das ist eine miese Frage. Boah. Ich sage so. Alicia. Sagen, fragen wir mal jetzt die nächsten. Entschuldigung, habt ihr Bock, bei einem Video mitzumachen? Wir müssen erraten, wie alt ihr seid, ob ihr einen Freund habt, welche Nationalität und was war da noch? Fangen wir bei ihr an. Ich würde sagen so. Ich sag 15. Bei ihr, ich sag so auch 15 und bei ihr genauso. Ich sag alle drei 15. Dann sage ich einfach mal alle drei 16. Ich hab Angst. Und den Namen. Ihren Namen, den Namen machen wir zu Ende, das ist das Damenschluss, das ist das Schwerste. Sag Nationalität. Die Nationalität, ich würde sagen so, ich weiß nicht, das ist jetzt schwer, ich würde Deutsch sagen, aber ich glaube nicht so, ja. Was könnte es auch sein, so, ich weiß nicht. Ich sage Deutsch, boah, halb Deutsch, Russin, ja. So Deutsch-Polin, wenn dein Russin-Polin so aus. Ich sage Polin. Ich sag Russin, ich sag Deutsch. Und Beziehungsstatus? Ich sage alle drei Single. Das sagst du bei jedem, warum? Okay, das sag ich alle haben, Freund. Okay, den Namen. Den Namen. Lisa, Lena und Michelle. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich sag Victoria, Lea und Maya. Okay, wie alt bist du? Also ich werde jetzt 15. Ein Punkt für dich. Punkt. Nein, wir ist 15. Hey, die ist 14. Na und? Hey, das zählt. Das macht keinen Sinn, nein. Und du? Ich werde 14. Leute, jetzt Gegenfrage. Die raten, wie alt ich bin. Wollt ihr Nationalität auch raten? Nein, du hast Tattoos. Ja, okay. Das Ding ist, du hast ein sehr Babyface, aber du hast Tattoos und so, deswegen denke ich so 18, 19. Ich denke 18, 19 rum. 20. Nationalität? Deutsch. Vielleicht ein Mix, Türkisch und Deutsch. Kurde. Yeah, okay, Kurde war richtig. Und mein Alter, jetzt haltet euch fest, 22. Was? Nein. Ehrlich. Ich und mein Kollege müssen erraten, wie alt ihr seid, woher ihr kommt, ob ihr vielleicht einen Freund habt und wie alt ihr seid. Ihr seid doch YouTuber, oder? Ja, genau. Weil sie kommt mir bekannt vor, du kommst mir auch bekannt vor. Boah, ich würde sagen, so, beide sind schon über 18. Ich würde sagen, so, okay, die hat gelacht. Die hat sich verraten. Ich sage 17 und sie ist 18. Krass.
Soll ich die Wahrheit sagen? Nein, ich muss noch sagen, warte. Ich sage, du bist 19 und 20. Was? Nationalität. 27. Was? 27. Wow. Und du bist? 22. 22? Ich auch. Also ich werde nächste Woche 25. Okay, Nationalität. Nationalität. Auf jeden Fall kein Deutsch. Okay. Boah, sehr südländisch, glaube ich. Aber sie sieht auch so ein bisschen so nach Russen, Polen aus. Weiß nicht. Ich sag bei ihr Russin. Und bei ihr. Boah, weiß nicht, ey. Irgendwas Südländisches. Türk. Ja. ich sag Kurdin. Ich sage Polen. Und bei dir. Boah. Ich sag Türken. Du hast Kurdin genommen, ne? Ja. Dann sag ich Türken. Türken. Russin. Ah, ich wusste es. Und jetzt kommen wir zum Beziehungsstatus. Ich sag beide haben Freund. Ich sag auch beide haben einen Freund. Verheiratet. Danke. Single. Du bist Single. Krass, ne? Unglaublich. 01512. Nee. Das schneide ich raus. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß euch noch. Danke. Ciao, ciao. Danke, ciao. Du bist 14. Boah. Ich bin 16. Du bist 16 oder bist? Ein Punkt. So, Nationalität. Bosnierin. Ja. Russin. Deutsche. Was? Wir haben alle falsch gesagt. Hat einer bei der Deutschen gesagt? Nein, ne? Sie ist Deutsche. Ja, wir haben bei ihr Russen und Dings gesagt. Genau, scheiße. Okay, den Namen. Elmar. Elmar? Elmar. Ilona. Jana. Okay, boah, ich habe einen Punkt kassiert. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ja. Viel Spaß euch noch. Na, du sagst Türkin oder sagst Alicia oder was? Na, stopp, warte. Fatma, ich sag Fatma. Ich sage so, ich weiß nicht. Ich sag Eiche. Okay, wie alt bist du? Ich bin 16. Ja! Ein Punkt. So. Ich bin Türkin. Oh, zwei Punkte. Ich heiße Celia. Fast. Und Nationalität? Leute, ich würde sagen 3-0. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und 3-0, Digga. Was sagst du dazu? Miese Zeiten. Wir fangen mit dem Alter an, ne? Ich würde so sagen, so 18, 19, ich sag mal 18. Und bei ihr sage ich, ich sag alle drei 18, sage ich mal. Boah, das ist schwierig. Ich sage 19, 18, 17. Okay. Und jetzt gehen wir zu der Nationalität über, oder? Sie hat so einen leichten polnischen Touch, würde ich sagen. Oder so eine Russin. So diese blauen Augen, so dunkle Haare. Ich sag Polen. Sie sieht sehr arisch aus, würde Deutschen sagen. Und sie auch so Polen. Ihr seid so ein bisschen ähnlich, seid ihr Schwestern vielleicht? Ich sag auch Polen. Boah. Ich sage alle drei Deutsche. Den Namen. Nein, den Namen machen wir zum Schluss, der ist am schwersten. Sagen wir jetzt den Beziehungsstatus. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Freund von einem von den dreien, aber ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Das ist jetzt zum Raten. Wer ist der Freund? Oder ist es der Bruder? Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich sag mal, von ihr ist es der Freund. Und sie beiden sind Single. Boah, ich sage. Ich weiß es nicht. Ich sage alle drei Single. Obwohl. Ja, okay, ich sage alle drei Single. Nein, das ist bestimmt der Freund. Aber ich sage alle drei Single. Okay, jetzt gehen wir zu den Namen über. Boah, da ich so Polen gesagt habe, ich weiß nicht so. Boah, das ist immer das Schwerste. Da pucken wir gar nicht. Bei den Namen pucken wir gar nicht. So, das ist eine Kategorie, die ist fast unmöglich. Ich sage Lisa, Lena und Sarah. Wieso fängst du mal mit L an? Das ist es nicht. Jedes Mal. Lisa, Lena und, oder Michelle. Michelle geht immer, ne? Heißt hier einer Michelle? War das ein Tipp? Ich sag, die ist Michelle. Das ist Michelle. Komm, mach ich alle mit M. Maya und
dir? Maria. Okay, wie alt bist du? 20. 20. 17. Ah, da hatte ich recht. Ja, ein Punkt für dich. So, Nationalität. Kasachin. Ah, fuck, da war ich mal Russen. Deutsche. Halb Kasachin, halb Deutsch. Ich einen halben Punkt? Ja, einen Punkt. Aber da habe ich auch einen Punkt. Ich habe auch Deutsche gesagt. Ja, aber da habe ich einen halben Punkt. Weil sie halb Deutsch ist. Einen halben Punkt gibt's nicht. Sie ist halb Deutsch. Ja, und? Natürlich. Ach, voll. Wieso stimmt dir zu, dass ich... Kasachen, ey, ich wusste es. So, okay. Wusstest du es mit Deutsch? Name? Carina. Der eine hat Herzschmerzen und du? Yvonne. Yvonne und du? Steffi. Steffi, ja, waren wir da nahe dran, ne? Mit Lisa, Lena, Maya und so. Michelle war auch gut, ne? Wieso gibst du diesen schlechten Tipp? Auf jeden Fall, was haben wir noch? Das war's, ne? Nein, nein. Freund. Er ist mein Freund. Ich wusste es. Gewonnen. Single. Ah, drei Punkte. Ja, bist du doof, dass wir ja mal Freund. Ja, ich hab gesagt, ja, Freund und die haben Single. Single, ja. Hat er das echt gesagt? Verdammt. Guck, ja. Ja, aber ich hab zwei Punkte. Ja, okay. Danke, dass du mitgespielt hast. Vielen Dank fürs Mitmachen. Oh, viel Spaß euch noch. Ciao, ciao. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Okay, super, danke, finde ich auch. Ich würde sagen, sie ist so 22. Ich habe gesehen, dass du bei Snaps arbeitest. Oder das, Snaps war das, ne? Ich sage 21. Ja, das stimmt. Stimmt? Boah! Ich habe wieder falsch gesagt. Nationalität. Ich würde sagen, so südländisch. Ich sag, oder Deutsch, nein, ich sag Spanierin. Boah, ich sag Portugiesin. Weder noch, also ich komme aus Chile, gemischt mit Deutsch, ja, Südamerika. Aber Spanien war schon näher dran, ne? Nice. Okay, gehen wir jetzt zum Beziehungsstatus über. Ich sage, sie hat einen Freund. Sag ich auch. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt müssen wir deinen Namen erraten, was ist schwer. Boah. Das ist schwierig. Wir wissen jetzt, dass sie aus Chile kommt. Aber es kann auch ein deutscher Name sein. Ich sag Anna. Ich sag Maria. Weder noch. Nati. Nati? Nati. Schöner Name. Alles klar. Danke. Okay, viel Spaß noch und danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Ciao.